Ja, der löscht die einfach. Kann ich das irgendwie drehen, wo er sie löscht? Der kann ich ja drehen. Ah nee, das zeigt wohl immer in die Richtung des Löschen. Und willkommen. Nach längerer Zeit streame bzw. mache ich mal wieder Videos für YouTube. Das heißt, ihr könnt mir auch gerne auf Twitch folgen. Ich heiße da iridasn. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung oder in der Kanalbeschreibung. Ich spiele heute Shape Z2. Das ist ganz neu hier auf Steam. Und von einem deutschen Entwickler unterstützt vom deutschen Ministerium für Wirtschaft und Umwelt, meine ich sogar. Und dann dachte ich mir, das ist mal wieder wert, das ist ein entspanntes Spiel. Da mochte ich den ersten Teil auch schon. Wir nennen jetzt mal die Welt Galdos. Das ist mein Standardname. Ich drücke mal hier ein paar Mal drauf rum, um zusätzlich zu machen. Und wir machen die Operatorzertifizierung. Dann starten wir doch. Sehr schön. Gut, danke fürs Anmelden. Du hast dich doch angemeldet, oder? So oder so, der Vortex verlangt, der Vortex ist, glaube ich, dieses runde Ding in der Mitte, das wir gesehen haben, dass deine Fabrik-Operatorfähigkeiten beurteilen. Bevor wir deine Operatorzertifizierung ausstellen, liefer die erforderlichen Formen so effizient wie möglich ab. Das war's. Je nach Leistung belohnen wir dich vielleicht mit einem neuen Upgrade und Technologien. Vielleicht? Interessant. Ah, du hast so viele Gebäude, wie du willst, aber bitte nicht beschädigen. Wir brauchen sie noch für den nächsten Teilnehmer. Ich werde nach Effizienz streben und keine Spaghetti-Fabriken bauen. Dürfte bei Shape Z auch ein bisschen schwierig sein, glaube ich. Und ich werde keine Gebäude beschädigen. Dann wollen wir doch mal. Vier Extraktoren soll ich bauen. Mit R kann ich sie rotieren. Soweit so Standard. So. Ich denke, welche Infos über die Extraktoren besser nicht. Dann fließt, dann Kamera bewegen, zoomen und drehen. Genau, die haben das nämlich jetzt vom zweiten Mal ein schönes Dreidimensionale in so einem Raumstation-Setting, wie ihr seht, gemacht. Gut, dann wollen wir doch mal sehen, wie wir Fließbänder bauen. Mit C kann ich Anker setzen. Was hat mit Ankern auf sich? C. Ah! Das ist eine schicke Funktion, das vermisse ich mal bei so Fabrikspielen. Und hier sehen wir auch den Vortex, dahin, wo die Teile geliefert werden sollen. Und ich sehe vorne, was ich hier abliefere. Das ist schön. Das gefällt mir. Und es werden hier so langsam diese runden Teile rausgelassen. Und hui, guck mal, wie die hüpfen. Hui. Ach, das war schön anzusehen. Erinnert mich ein bisschen so an so einen Flipper-Automaten vom Stil, oder? Was meint ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn es euch übrigens gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Oder schaut auch in die anderen Videos rein. So, dann Wissensmenü. Okay, da gibt es so ein paar Infos zu den Formen. Es gibt wohl auch einen Formenviewer. Schaue ich mir später mal an. Kameranavigation haben wir auch schon gelernt. Grundsteuerung. Löschen. Fließband und Aufzüge. Formen schneiden. Anker. Ja, das lernen wir alles im Laufe der Zeit. Oder ich lese mal in Ruhe einfach mir im Stream durch. Das mache ich im Video. Okay. Meilenstein. So, einmal sollen wir Vierecke 10 Stück abliefern und die hier. Es wurde der Schneider aktiviert. Ich benötige mehrere. 3 pro Fließband. 20 Minuten heißt es. Vom Fließband laufen 60 pro Minute. Vermutlich. So. Und zusammenführen. Das ist doch eine schöne Navigation, muss ich mal sagen. Wird es geschnitten. Obwohl wir schon dabei sind, kann man doch auch gleich die Vierecke hier machen. So. So, das machen wir auch mal ein bisschen hübscher. Ah, das Ankern muss ich mich noch dran gewöhnen. Das habe ich jetzt schon mal wieder nicht benutzt. So, es werden hier auch schon mal die Vierecke abgeliefert. Ich meine, das Schöne hieran ist auch, dass die Gebäude hier nichts kosten.
was die ganze Sache ein bisschen zu einem entspannteren Spiel macht. Das ist Sandbox, also unbegrenzt Ressourcen, aber halt noch nicht unbegrenzt Technologien. Wie sieht denn das aus? Der löscht hier einfach die eine Hälfte ab. Ja, der löscht die einfach. Kann ich das irgendwie drehen, wo er sie löscht? Der kann ich ja drehen. Ah nee, das zeigt wohl immer in die Richtung des Löschen. Seht ihr hier das kleine X? Das scheint wohl. Okay, spannend. Vielleicht gibt es auch mal irgendwann mal welche, wo ich dann auch Westen und so legen kann. Das finde ich etwas verwirrend. Auf was jetzt? Jetzt platziere, rotiere. Ah, ich brauche andere Teile. Ich brauche es die hier. Das heißt, ich soll es rotieren. Hat der Rotierer scheinbar schneller zu sein? Brauche ich theoretisch nur zwei. Okay, dann bauen wir mal drei Rotierer ein. Dann nochmal drei Schneider. Vortex-Achse akzeptiert jegliche Rotationen. Okay. Also es spielt zu Deutsch keine Rolle, wie rum es kommt. Hauptsache, sie kommen rein. Ah, hier muss ich jetzt auch schon mal die nächsten bauen. So. Ja, bauen wir die mal hier hin. Eins, zwei, drei. Dann werde ich Fließbänder. So. Es dürften auch die Rechtecke in der richtigen Form abgeliefert werden. Ziel abgeschlossen. So, das geht doch hier wie das Brötchen backen, so die ersten Schritte. Und seht ihr, hier fliegen die Teile auch, die Formen auch rein in den Vortex. Was auch immer im Vortex mit diesen Teilen hier passiert. Keine Ahnung, ob das im ursprünglichen Spiel je erklärt worden ist. Gefällt mir schön, gefällt mir gut, das Spiel. Sehr entspannt, sehr ruhig. Genau, es ist, wie ich gesagt habe, von einem deutschen Entwickler, ist frisch aus dem Early Access raus gekommen. Ich würde mir es wünschen, dass es schon ein bisschen weitergeht. Mal hier für den Fortschritt. Ich kann noch ein bisschen so drehen. Alles sieht schön aus. Ist das hier aber eigentlich meine einzige Fabrikfläche oder kriege ich da später mehr? Es könnte nämlich durchaus ein bisschen wenig sein, irgendwann mal hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, die werde ich ein bisschen nach unten legen. Ich muss mal gucken. Vielleicht gehe ich auch, nehme ich auch es hier lieber erstmal welche in der Mitte. Das Formenziel wurde abgeschlossen. Ich soll auf den Meilenstein-Knopf drücken. Okay, jetzt kann ich auf Freischalten drücken. Ah, jetzt habe ich Stapler und die laufen über zwei Ebenen. Okay, und das heißt, für den Meilenstein muss ich dann die hier machen. Dann bekomme ich Upgrades wie den Mülleimer. Süß, Mülleimer. Ein anderer Rotierer. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, will ich mehr Informationen? Ah, komm, ich will in das Fenster. Forschung, da, Forschungsziele, Forschungsmenü. Okay, jetzt lassen Sie aber erstmal schauen. Jetzt sollen Quadrate mit Kreisen zusammengebracht werden. Wisst ihr was? Dann, wenn das hier wird ja wohl gerade momentan nicht mehr gebraucht. Schalt, kann ich das alles ja markieren. Dann löschen wir das doch mal. Dann machen wir das gleich mal schön. So. Wieder hier runter und hier rüber. Das hier auch. Hier, das hier auch. Das hier auch. Und dann brauchen wir noch die hier. Das heißt, Stapler, platziere mehrere, die sind langsam. Ah, das sieht man oben rechts, sehe ich, wie viel ich brauche und wie viel pro Minute. Sehe ich das ist eigentlich auch hier? Ah, die produzieren 60 pro Minute. Die Rotierer 30. Die Halbzerstörer 20. Die Fließbänder. Nein, das ist ein Stapler. Die Fließextraktor. Ah, deshalb brauche ich 4. Verstanden. Yeah, ist gut. Kann ich bitte einfach ohne nervige Tutorials bauen. So. Zack. Hier runter. Was wollen wir denn zuerst machen? Ja, wartet mal, wir liefern auch mal gleich die hier ab.
Richtig, da brauche ich noch mal den Rotierer. Gleich mal die Quests, die gehen, die kann man auch gleich erledigen, finde ich. So. Tatung. Tschatung. Sehr schön. Jetzt sollten hier die Einzelteile abgemacht werden. Und jetzt müssen wir die Fabrik vorbereiten, um das hier zu bauen. So, würde ich sagen. Die hier sagt, er sind langsam. Das heißt, ich sollte gleich mehrere platzieren. Platzieren wir es mal einfach hier. Drehen. Davon brauche ich 6 Stück. So, 3. Ah, gedrückt halten. Dann unten müssen vermutlich Q und E. Okay. Das ist schön. Aber ich will es erst einmal hier einen Anker setzen, damit er nichts Seltsames macht. Auch einen Anker setzen. So, die kommen jetzt unten rein. Und jetzt brauche ich die noch oben. Die mal hier und dann tun wir hier auf die nächste Ebene hoch und ziehe die auf die Ebene. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder. Ja, okay, ich musste wieder Q drücken, um da wieder rauszukommen. Dann. Zack. Zack. Damit sollten wir doch auch diese Teile. Hey. Und das war es für diese Folge mit Shapeset 2. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Schaut auch gerne die anderen Videos rein. Oder schaut auf Twitch vorbei und abonniert mich dort. Dann könnt ihr mich auch live beim Spielen beobachten. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.